Oder ich kann ganz einfach sagen, ich will wissen, warum ich jetzt einen Zahn habe, der eine Wurzelbehandlung braucht. Ja? Oder ich will wissen, was für eine Wurzelbehandlung ich brauche. Ja? Also in die Richtung geht das System. Ja, eine Frage also. Aber ich muss halt verstehen, dass meine Frage im Grunde das stärkste Mittel ist, schon die Antwort zu bestimmen. Dass die Frage, die Art, wie ich frage und was ich frage, die Antwort schon zu einem ganz großen Teil bestimmt. Und deswegen ist es so, dass ich sage, meistens weglassen, gar nichts eingeben. Ja? Nur wenn ich halt das Gefühl habe, na, also jetzt kommt es mir wirklich. Ich kann dann fragen, ist irgendetwas, was Ihnen auf der Leber liegt, ja? Aber meine Frage war ja, wie haben Schamanen das gemacht? Für Jahrhunderte, um genau diesen das Wahre herauszukitzeln. Ja, transversiert mit Geistern verbunden und sich sagen lassen und zeigen lassen. Genau, die haben sich selber in ein dynamisch stabiles Gleichgewicht gebracht, durch Sport, durch Drogen, durch Tanz, durch Ritual und dadurch die Verbindung gemacht, sodass sie wussten, weil haben sie gar nicht fragen müssen. Ja, das macht ja zum Beispiel John Scott. Der ist immer in der Trance. Haben Sie mal gesehen, auf einer Webseite, da schauen Sie unter Associates und dann gehen Sie zu, wie gesagt, das ist alles dauert länger als normal. Der versetzt sich in die Trance und macht dann diese Verbindung. Jetzt, meine Frage war ja, wie bringt die Person in einen Zustand, dass er weiß, was ihm eigentlich fehlt? Oder die Leber glaubt. Weil, wenn man davon ausgeht, was ihm fehlt, dann denken wir schon wieder, es fehlt was. Ja. Ja? Also, wie bringt man ihn zu einem Zustand, wo er authentisch ist und was da die Schamanen gemacht haben? Die haben zum Beispiel den so geschockt, so in einen Zustand von Nichtwissen gebracht, dass er einfach authentisch wurde, zum Beispiel durch Erschrecken mit einer Maske oder ihn über irgendwelche Brunnen laufen lassen, Bühne. Oder ihn mal erstmal 2 Tage im Tempel schlafen lassen und dann gefragt haben, was gibt es. Ja? Und in Indien, wie ich da mal gearbeitet habe als Homöopath, war das immer noch sehr, sehr stark der Fall, dass solche Methoden angewendet wurden. Aber heute ist das ja nicht mehr der Fall. Und ich habe da schon Methoden, das kommt dann auch, da wird dann hier eine Taste sein. Die dann, wo man dann draufdrückt und dann wird das Chor einem vorschlagen, was man eigentlich jetzt hier machen kann, um den Patienten in den Zustand zu bringen, dass er halt in einem dynamisch stabilen Gleichgewicht ist. Da wird es dann, aber solange wir das nicht haben, würde ich es ganz weglassen. Oder kann ich jetzt fragen, was geht's? Also das wegzulassen. Wegzulassen. Gut, ist gut. Genau. Damit macht man es auch einfacher, einfach sehen, was wir wissen, behaupten, was jetzt der Weg hier fehlt, was sie will, worum es geht, wir wissen nichts. Ja? Und dann würde ich auch immer hier eingeben etwas, damit Sie das wiedererkennen dann nachher, weil die ganzen Sitzungen werden ja gespeichert, wenn Sie nachher wieder reingehen, dass Sie wissen, um was es geht. Sagen wir hier Demo in München. Okay, auswählen. Die Anmerkung hat ist aber keinen Filtereinfluss. Nein, Anmerkung hat keinen Einfluss. So. Speichern Sie das auch gleich. Wenn irgendwas schief geht, wird alles gespeichert. So, und dann zeige ich jetzt hier wirklich die Methode, wie man das ganz ohne möglichst als Beobachter machen kann. Ja? Wichtig ist auch, es ist nicht meine Idee, dass nur der Beobachter, dass das Ideal ist. Sondern natürlich wäre es das Ideal, wenn wir in einem dynamisch stabilen Gleichgewicht sind zwischen Beobachter und Interaktion. Beobachter und Interaktion, also rein und wieder raus. Ja? Aber das ist etwas, was wir erst lernen müssen. Ich zeige Ihnen das jetzt, wie man das jetzt so als ein außenstehender macht, das kann man dann, könnte man theoretisch auch durch einen Roboter ersetzen. Ja?
mal einfach hier auswerten. Wenn wir hier zur Modulauswahl gehen und tun dann einfach eine alles auswählen, ja. Wenn Sie irgendwas nicht wollen, können Sie das abwählen. Aber wir machen das für den Roboter jetzt, ja, und tun dann auswählen. Spa Screen. So. Tja, da sind einige Sachen drin, ja, die Sie nicht haben. Ich habe das zum Beispiel letzt vor ein paar Monaten mal in Thailand, war dabei einen, hab da ein Spa, war dort auf Koh Samui und die wollten halt, wenn Leute da zu Ihnen kommen, wollen sie halt einen Test machen, was wäre jetzt gut für die Person, ja, was für eine Art von Therapie oder Massage oder was auch immer. So, das ist jetzt ein ganz guter Demo-Effekt, ja? Was machen wir jetzt da? Hier haben wir 100%. Ja, nach Thailand gehen. Nach Thailand gehen. Jetzt schauen wir mal an, was hier rauskommt. Da muss ich den markierten Bildschirm öffnen. Das ist der Spa da, kann ich sehr empfehlen, sehr schön. Und das ist jetzt alles in Englisch. Ja. Vorauswertung machen, alles auswählen. Das ist also alles ganz automatisch, alles auswerten. Und dann Vorauswertung. Multimodalities. Okay. Markierte Gruppen auswerten. Golden Rhythm of Respiration. Das ist zum Beispiel eine von diesen Beauty-Verfahren, die Sie da anwenden, die heißt Golden Rhythm of Respiration. Also das, und das nächste ist dann Blend of Bliss Massage. So, was tun wir jetzt damit? Wir tun uns einfach den Bericht zusammenstellen. Und was hier jetzt auffällt, ist also, dass ganz viele hier sehr hoch sind. Ja? Also alles ist hier, die ersten 10 sind alle über 35%. Jetzt tun wir den Bericht zusammenstellen. Automatisch zusammenstellen. Haben wir das hier drin und dann kann ich jetzt hier eine automatische Kommunikation anlegen. Tun wir einfach mal für einen Tag das Kommunizieren. Haben wir jetzt an 10 angeklickt oder? Das alles, das wird automatisch, wenn ich sage automatische Zusammenstellung, dann kann ich sagen, alles was über 35, 40 oder 50% ist. Aber haben wir letztes Mal nicht gesagt, nur zwei wichtigsten rauszusuchen, oder? Genau, ich habe jetzt nur mal gesagt, ich mache jetzt nur die reine, wie wenn ich ein Roboter wäre. Ja? Ja. Und ich sage Ihnen dann auch, wie man das verbessern kann. Aber auch das ist wirksam. Und warum, das sage ich Ihnen auch so. Ich habe jetzt mal einen Tag oder zwei, da tue ich das hier einstellen und dann Kommunikation starten und dann speichern. Und